In der Befestigungstechnik gibt es unterschiedliche Befestigungsarten. Wo sind die Unterschiede, die Merkmale, aber auch die Vorteile der einzelnen Produktgruppen? Um das geht es hier in diesem Video. Bleibt also dran. Ich denke, das wird auch für dich interessant werden. Fangen wir mit den Stahlankern an. Generell müssen wir aber zuerst unterscheiden, welchen Untergrund wir haben. Bei den Stahlankern ist es so, dass wir hauptsächlich im Beton verankern. Hier gibt es zwei Unterschiede, einmal den gerissenen und ungerissenen Beton, und je nach Art des Betons müsst ihr den Anker auswählen. Was ist das Hauptmerkmal bzw. Vorteil von den Stahlankern? Es ist die schnelle Verarbeitung. Bedeutet, wir erstellen das Bohrloch, entweder tun wir dann den Anker vorstecken oder durch das Anbauteil durchstecken, wir ziehen es an mit einem Drehmomentschlüssel und danach ist die Anwendung komplett belastbar. Ein weiterer Vorteil von den Stahlankern bzw. auch Betonschrauben ist, die Produktvielfalt. Das bedeutet, je nach Anwendung, Anwendungsart oder auch Anwendungsdicke könnt ihr euch für einen Stahlanker bzw. Betonschraube entscheiden. Auf der anderen Seite haben wir hier die chemischen Verankerungssysteme. Was sind hier die Hauptvorteile bzw. Merkmale? Der Hauptvorteil eines jeden chemischen Verankerungssystems liegt darin, dass wir die höchsten Lasten einleiten können in jeglichen Untergrund, sei es Mauerwerk oder Beton bzw. aber auch Bodenbeton. Ein großer Vorteil von den chemischen Verankerungssystemen ist, dass wir stoffschlüssig bzw. formschlüssig die Last übertragen können. Egal ob ihr im Beton oder Mauerwerk seid, ihr könnt durch den Stoffschluss sehr randnah verankern. Nun zum Vergleich von den beiden Produktarten. Eigentlich gibt es keinen Vergleich. Wir müssen immer unterscheiden, was wir wollen. Wollen wir eine schnelle Montage, dann gehen wir über zu den Stahlankern. Wollen wir aber sehr hohe Lasten, wir wollen randnah verankern bzw. über den Stoff- und Formschluss verankern, dann kommen wir an den chemischen Verankerungssystemen nicht vorbei. Da empfehle ich euch, macht euch vorher Gedanken, welchen Verankerungsgrund ihr habt, welche Last ihr abtragen wollt und welche Verarbeitungsweise ihr denn bevorzugt. Habt ihr weitere Fragen zu diesen Verankerungssystemen wie Stahlanker oder chemische Verankerungssysteme? Besucht unsere Homepage, abonniert unseren Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Was mich ganz arg freuen würde, schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr Anregungen habt zu weiteren Videos. Vielen Dank, euer Stefan.